Das sind Hasenwilde, die springen auf. Nej Dejman unterwegs. Und reicht für morgen, aber mehr nicht. Genau, das ist dann auch noch ein hartes Stück Arbeit für Nej Dejman. 203,5. Dennoch sein bester Sprung am heutigen Tag. Die beiden Trainingsdurchgänge waren unter der 200-Meter-Marke bei der Landung. So, der nächste ist der Norweger Kenneth Gangnes. Wir haben schon gedacht, er ist ja hier, dass er vielleicht am Sonntag seinen Abschluss